Sehr schön. Kommt man ja aus der Puste. Dance, 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 ja, so heißt es in der kleinen Revue des Friedrichstadtpalastes, eine Personality-Show. Ines Paulk und Gäste, wer ist denn noch dabei? Ja, also zunächst mal Michael Jackson, Tina Turner, Joe Cocker, ja, und zwar nicht persönlich, sondern als Puppen. Und dann natürlich die Tänzer der großen und kleinen Revue des Friedrichstadtpalastes, auch die Solisten, zum Beispiel Boris Nikolai oder Andrea Gerisch. Dann vom Fernsehballett, die Solisten sind dabei, Mike Dammold, die beiden Mädels Mona und Gabi. Also Lambada-Spezialisten. Ja, also es wird viel getanzt, aber auch gesungen. Da ist unter anderem dabei der Irving Dooms aus den USA. Wir haben zwei wunderbare Schauspieler, das sind Achim Wolf und Uwe Zerbe und, na, und viel, viel andere noch mit. Ines, die Presse jubelt, die Premiere war gut. Was hast du für ein Gefühl? Oh, ich fühle mich unheimlich toll, weil das ist für mich eine neue Herausforderung gewesen, zu tanzen, zu singen und so weiter und es macht tierisch Spaß. Wann sind die nächsten Veranstaltungen? Merkt man. Ja, die nächsten Veranstaltungen, also die Veranstaltungen laufen generell immer von dienstags bis zum Samstag, Sonntag, Montags spielfrei. Ja, und wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Wenn es Karten gibt. Ines, wie sieht's aus mit einer Platte? Ja, wir hatten... War doch angekündigt jetzt für Februar, ja? Wir hatten geplant, dass diese Platte, die neue Popprojekt-LP, Dance, 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 eigentlich parallel zu dieser Show herauskommt. Das hat leider bei Amiga nicht geklappt. Sind wir sehr traurig drüber. Aber die Leute, die bisher in der Show waren, die sind vielleicht interessiert dran, weil ihnen die Show gefallen hat. Und im März wird es also die LP auf dem Markt geben. Ich freue mich. Danke, dass du hier warst. Ja, und von dieser Spitzensängerin nun zu einem Spitzenfilm. Ein hervorragender Film. Und wir zeigen Ihnen jetzt einen Ausschnitt Coming Out.